Herzlich willkommen. Wir sitzen hier im Heim von Professor Walter Veit in Südafrika und er hat sich freundlicherweise die Zeit genommen, uns Fragen zu beantworten, die uns Zuhörern schon auf der Seele brennen. Es haben so und so viele Menschen, bevor ich abgereist bin, mir Fragen mitgegeben. Wenn du diese Chance hast, ihn vor die Kamera zu bekommen und ihm Fragen zu stellen, dann frage ihn doch bitte dies und das. Und die Fragen, die sich am meisten gehäuft haben, die möchte ich hier weiterleiten, in der Hoffnung, dass wir da jetzt etwas aus deinem Munde hören. Ich denke da an eine Stelle in der Offenbarung, an Johannes, in Kapitel 7, wo er, wie typisch immer sagt, und ich sah, und was sieht er da? Vier Engel, die im Begriff sind, Stürme loszulassen auf diesem Planeten. Und gerade als das losgehen soll, kommt da ein mächtiger Engel, sagt, Moment, noch nicht. Noch nicht. Da tut sich also noch ein Zeitfenster auf, da soll noch etwas vorher geschehen. Und wir merken ja in unserer Welt, was sich da alles tut, wie jetzt gerade, wo wir dieses Interview führen, da in Island sich was zusammenbraut an Naturgewalten. Die Insel ist ja vulkanisch durch und durch verseucht, durchseucht und dadurch ist sie auch so wunderschön zu betrachten. Aber wenn sich hier etwas tut, ja dann wird es heftig und dann kann es höchst gefährlich werden. Wenn also so ein Sturm anfängt sich zusammenzubrauen, wie siehst du das in dieser Weltgeschichte? Hast du da in Island schon irgendetwas erlebt? Kannst du uns da etwas darüber erzählen? Ich war schon ein paar Mal in Island. Es ist ein bezauberndes Land. Wunderschön in dem Kontrast, der da gegenwärtig ist. Das Grüne, die Wasser, die da sind. Und dann diese schwarzen Strände und schwarzen Gebirge. Es ist ein ganz sonderliches Land und sehr interessant. Ich durfte mir auch den Fuß verstauchen da in einem vulkanischen Loch. Das heißt, du hast eine sehr kräftige Erfahrung. ein intimes Erlebnis mit Island gehabt. Ich durfte dann auch mit einem Fuß so groß wie eine Wassermelone weiterreisen, um mich zu erinnern, dass es Einbrüche gibt, wo man auch verschwinden kann, wenn sie größer werden. Bei mir nur das Bein ist reingegangen, aber das war schon interessant. Das heißt, du hast schon erlebt, da, ja. Da kann so einiges geschehen. Richtig. Und mein guter Freund Henry hat einige Aufnahmen da gemacht. Und wir sind mit einigen Stühlen, vor allem einem roten Stuhl, auf einigen Gebirgen rumgekrabbelt und die da hochgeschleppt und wieder runtergeschleppt. Der lässt sich solche komischen Dinge einfallen. Aber der Kontrast zwischen dem roten Stuhl und dieser schwarze Hintergrund, das ist ein interessanter Kontrast. Der ganze Himmel muss zugesehen haben. Denn hier war die Gelegenheit für die andere Partei, sich der Jury zu nähern. Würden sie den Köder nehmen oder würden sie sich widersetzen? Der Himmel sah zu. Es muss atemberaubende Stille geherrscht haben. Und als sie ihre Hand ausstreckte und die Frucht nahm, kann ich mir die Gesichter der Engel vorstellen, die sie ungläubig beobachteten. Ist das möglich? Ist das wahr?
ist es denkbar, dieses neue Wesen so schnell zu überzeugen, dass Gott nicht das ist, was er zu sein schien. Sie würde sicher nicht die Früchte nehmen. Dies war der Schauplatz für die Lösung des großen Dramas, das sich im Himmel ereignet hatte. Und Gott hatte eine sehr konkrete Lösung, eine sehr klare Verheißung. Er wandte sich an die Schlange und sprach: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Geschichte Islands, das hat ja viele Geschichten, wie ist es entstanden? Und die eine Geschichte ist, dass es ein Land war für Isi, für Christus, ein Christusland. Dass Christen dahin geflohen sind, um die Verfolgungen auf dem Festland Europas und so weiter zu fliehen von dem. Und ja, diese Geschichte ist interessant. Und jetzt, das ist ja ein vulkanisches Gebiet. Die Vulkane sind alle aktiv. Und augenblicklich gibt es Erdbeben da bis zu 2500 an einem Tag. Und die Leute sind beängstigt. Risse in den Straßen. Die Unsicherheit wächst. Die Unsicherheit wächst. Was kommt da auf uns zu? Thank you.
was kommt da auf uns zu? Werden wir das überleben? Ja, das ganze Bild können wir auf die ganze Welt übertragen. Denn die Welt steht ja jetzt vor Ereignissen, die, wenn das Richtige passiert oder die richtige Zündung da ist, das Pulverfass ja explodieren kann. Es gibt ja eine Möglichkeit, dass es sogar zu einem dritten Weltkrieg kommen kann. Oder wenigstens zu verschiedenen Kriegen in verschiedenen Ländern, vor allem jetzt auch mit Israel und Gaza. Und überall gibt es solche Erdbeben, ob die jetzt buchstäbliche Erdbeben sind oder Erdbeben in der Politik oder Erdbeben in der Religionswelt oder Erdbeben in der Industrie oder Erdbeben in den Geldmächten. Jeder hat Angst, dass etwas auf uns zukommt. Denn das Besondere ist ja, wenn so vulkanische Ausbrüche sind, wie da plötzlich in kürzester Zeit enorme Oberflächenverschiebungen in der Tektonik passieren. Genau. Und keiner genau vorhersagen kann, ja, was dann tatsächlich sein wird und wie groß die Auswirkungen wie groß sind. Und wenn man jetzt alle diese Bereiche, die du jetzt genannt hast, so durchdenken, dann führt das natürlich dazu, dass all das Ruhige und das, wo wir uns jetzt gewissermaßen ausruhen hätten können, wir haben Wohlstand erreicht in den westlichen Industriestaaten und wir haben Sicherheit, plötzlich merkt man, das könnte ja alles auch schlagartig ganz anders sein. Ja. Und wo findet man die Sicherheit? Findet man die Sicherheit, wenn man flieht zu irgendeiner Insel? Die kann ja auch eine vulkanische Insel sein und plötzlich explodieren oder verschwinden. Wie wir da vor kurzem erlebt haben. Ja. Ja. Also wo ist da noch Sicherheit? Gibt es einen sicheren Ort? Es gibt bestimmt Orte, die vielleicht sicherer sind als andere. Aber gibt es Sicherheit? Ich wohne hier im südlichen Punkt Afrikas. Übrigens, das muss ich hier kurz einstreuen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Südafrika und hier im Nordosten des Landes, schon an der Grenze zu Simbabwe und Mosambik, ganz am Rand vom Krüger Nationalpark. Hier ist eine Tierwelt, wie man sie sonst nur im Zoo sieht. Also Großwild, jede Menge Elefanten und Nilpferde und Nashörner und die ganzen Raubtiere, weil es hier so viele Gazellen und Antilopen und so weiter gibt. Alles, wie man es normalerweise eben nur hinter Gittern betrachten kann. Und da kann man in diesen Park hineinfahren und diese Tiere sehen. Ja, Kurt, wie ist dein Eindruck? Da draußen steht eine Giraffe nur wenige Meter von dir entfernt. Und sie isst etwas, was du vielleicht auch gern möchtest, oder? Ein majestätisches Tier. Du bist hier ganz allein. Beeindruck. Thank you.
hier in dieser Gegend in Südafrika, da ist ein Klima, das ist sagenhaft. Ich hatte die Gelegenheit, in dem Grundstück von Walter Veit ein bisschen mich umzusehen, was da alles wächst, was wir normalerweise nur in einem Lebensmittelhandel als Zitrusfrüchte und so weiter sehen. Das sind die Bäume. Ich sehe das erste Mal diese ganzen Bäume vor mir. Halbreife Früchte, ganze Früchte, blühende Bäume. Das ist sagenhaft, was hier für ein Klima ist. Ich kann mir vorstellen, was bei diesen Plantagen für eine Erde. Ja. Dann schneidest du den da ab, nimmst ihn weg und der wird nächstes Mal trauen. Und wenn du ihn nicht abschneidest, saugt er nur für nichts. Dann saugt er für nichts. Der wird nie mehr tragen. Nie mehr. Nur einmal. Der wird dann runtergeschnitten und dann ist der weg. Ich warte nur, bis sie gut ausgesponnen sind. Passt. Richtige Größe. Ernte mal das Ding. Das müssen zwei Leute haben. Ne? Gestern Nacht hast du vielleicht den Löwen gehört? Anscheinend habe ich tief genug geschlafen. Das war aber schon recht früh. Das war so rund um 7:30. Ach, das war ein Löwe. Da hat der gebrüllt. Der hat gebrüllt hier nebenan, nicht weit von hier. Den hören wir fast jeden Abend. Habt ihr das mitbekommen? Den hören wir fast jeden Abend. Also hier ist wirklich die Tierwelt ganz, ganz nah. Ich habe gehört, die kälteste Temperatur in dieser Gegend, die es je gibt an einem Morgen, in der Morgenstunde ist sie immer am kältesten, ist das tiefste, was hier je vorgekommen ist, +8 °C. Da befinden wir uns, aber jetzt ist momentan viel wärmer, weil wir... Ihr kamt hier an einem ganz kalten Tag, es war 21 Grad. Ganz kalter Tag. Wir sind fast erfroren und ihr habt diese Kälte mitgebracht. Heute war es schon ein bisschen wärmer, morgen geht es wenigstens wieder in die 30 und dann in 2 Tagen, denke ich, haben wir 38. Wir sind also hier in einer Gegend, wo Zitrusfrüchte in einem Ausmaß wachsen, wie sonst nirgendwo auf der Welt, weil das Klima so ideal ist. Und Avocado und Nüsse und Bananen und Pepinos und Papayas und Mangos und Lychees und. Und Mandarinen und Orangen. Und man denkt sich, das gibt's ja nicht, das hängt alles da am Baum, einfach nur so zum Runterpflücken, paradiesisch. Und dennoch heißt das nicht, dass hier die totale Sicherheit deswegen schon gegeben wird. Nein, es ist das Land mit den meisten Morden in der ganzen Welt. Und eine Unsicherheit und eine Angst und eine Verriegelung hinter Gittern. Also, wer sind jetzt die Tiere, die belauscht werden? Die Tiere da im Krügerpark oder wir hinter unseren Gittern? Nirgendwo in der Welt ist es mehr sicher. Und die Erdbeben, die wir jetzt haben, Jesus hat ja gesagt, es werden mehrere Erdbeben werden geschehen, Matthäus 24. Und dann sagen die Leute immer, naja, das hat es immer gegeben. Aber an einem Ort 2500 an einem Tag? Das ist schon intensiv. Das ist eine intensive Sache. Und die ganze Welt
bebt augenblicklich. Und ob der Krieg jetzt in Israel und Gaza ist oder ob der in der Ukraine ist, er wird beschrieben und es werden Demonstrationen gehalten in der ganzen Welt. Und jeder hat eine Ansicht und jeder schreit. Und stell dir mal vor, die Winde werden losgelassen. Was für ein Chaos hätten wir dann auf dieser Welt. Und wieso werden die Winde gehalten? Aber nicht nur das. Wieso wird erlaubt, dass wir das Beben erleben können und sehen können? Und das Megabeben, der gewaltige Ausbruch, den jeder erwartet, ob das jetzt in Island ist oder in Yellowstone National Park, die erwarten ja eine gewaltige Explosion, die gewaltiger ist als sämtliche Atombomben zusammen. Und jeder weiß, dass das kann irgendwann mal passieren. Kann hochgehen. Und augenblicklich sagen, haben sie ja einige Parks in Amerika geschlossen, weil das Risiko für so ein Ereignis einfach dramatisch gestiegen ist. Jetzt, wir reden hier nicht über Naturgewalten. Wir reden über geistliche Gewalten, die aufeinander prallen. Und die Menschheit ist verunsichert. Und in dieser Situation, dann sucht man einen Halt. Und wo findet man den? Findet man den in einer politischen Partei? Einige glauben ja, ja, darum wechseln sie ja die politischen Parteien. Nur um nach einer Weile wieder schwer enttäuscht zu sein, genau, und wieder wechseln so wie zu Hemd, müssen. Ja. Ja, zieh mal ein anderes Hemd an, das wird vielleicht besser. Es wird nicht besser. Es kommt darauf zu, dass der Mensch eine Wahl hat. Und der Halt ist nicht hier auf Erden. Der Halt liegt woanders. Und wir haben vorher geredet über Wahrheit. Und die Bibel sagt, auch wenn du durch das dunkle Tal gehen musst oder durch die tiefen Wasser, ich bin mit dir. Und auch wenn das Tal das Todestal ist, wenn man diesen Halt hat, dann kann das Erdbeben ruhig kommen. Nicht, dass man es möchte, aber es kann kommen, man hat einen Halt. Du hast jetzt gerade von diesem Todestal diesen Begriff erwähnt. Du hast ja in diesem Jahr hier etwas ganz, ganz Tiefgreifendes in deinem Leben erlebt. Etwas, das einschneidet wie sonst nichts. Ja. Kannst du uns darüber ein bisschen etwas erzählen? Ja, mir ging es blendend gut. Von einem Tag zum nächsten ging es gar nicht mehr gut. Und dann hatte ich eine Entzündung in der Leber, aber man wusste nicht, was es war. Konnte also die Ursache nicht feststellen? Nein, oder man wusste nicht, was der Grund war für die Fieber, die ich bekam, oder die Schmerzen und so weiter. Und endgültig kam es zu dem Punkt, um es kurz zu fassen, wo ich so am Rande dieses Tales stand. Es wurde ernst. Es wurde ernst, ja. Sehr, sehr ernst. Es gab einen ärztlichen Eingriff und dann konnte ich wieder ein bisschen zurücktreten von diesem Tal. Aber dann kam das zweite Mal noch so eine Angelegenheit und da war ich wieder bei diesem Tal. Denn ich hatte einen Bacillus, der nicht beherrscht werden konnte mit normalen Antibiotikern. Im Krankenhaus einen Keim eingeführt. Ja, und ich konnte nicht operiert werden, bis der entfernt war, sonst hätte ich es nicht überlebt. Und ich habe
15 Kilo verloren in diesem Prozess. Und dann kam es zu dem Punkt, wo ich wusste, dass es jetzt entweder eine Lösung gibt oder das Ende ist da. Wie geht es einem so einem Moment? Woran hält man sich da fest? Es kommt darauf an, was die Einstellung ist. Und ich bin jetzt schon älter. In 2 Monaten bin ich 75. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe ein interessantes Leben hinter mir. Aufregend. Ein aufregendes Leben hinter mir. Und ich bin bereit zu sterben. Abzutreten, wenn es dein Wille ist. Aber es gibt noch eine Botschaft, die in die Welt gehen muss. Und es gibt noch einen lauten Ruf, der in die Welt gehen muss. Und es gibt nicht so viele Menschen in der Welt, die bereit sind, den lauten Ruf zu bringen. Das braucht nicht ich sein, denn die Steine können schreien, die könnten es auch machen. Aber wäre es nicht vielleicht ein bisschen besser, wenn es ein Mensch machen könnte als ein Stein? Wäre es nicht besser, wenn da noch jemand ist, der glaubt? Also wenn du es mir möglich machst, dass ich das tun könnte, wäre ich sehr dankbar. Und somit habe ich dann alle meine Versuche, um diese Probleme zu überwinden, aufgegeben. Denn ich hatte alles Mögliche getan, um auf natürlichen Weisen und guter Ernährung und so weiter diese Probleme zu überwinden. Und man kam zu dem Punkt, wo es nicht weiter ging. Also habe ich gesagt, okay, ich habe alles getan, was ich kann. Und damit bin ich an den Punkt gekommen, wo ich nicht weiter kann. Aber meine unmöglichen Gedanken sind deine möglichen Gedanken. Also ich übergebe das. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Ja, ich übergebe das. Und was das Resultat auch immer ist. Dieses Eingestehen der völligen eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ja. Und dann kam ich ins Hospital. Und ich war ziemlich krank. Ich hatte jeden Tag bis zu 40 Grad Fieber, Schüttelfrost, konnte nichts essen, konnte nichts trinken. Ich musste also alles mit Einflößung bekommen. Und in diesem Zustand kamen Leute auf mich zu und ich durfte ihnen den Weg des Lebens erklären. Dort in deinem bedauerlichen Zustand? In meinem bedauerlichen Zustand, ja. Und dann kam ich wurde ich operiert und dann kam ich auf die Intensivstation. Und da lag ich nun. Und ich sollte nur da drin sein, bis sie bestätigt haben, dass ich wieder stabil war. Aber die waren sich alle nicht einig, also blieb ich 3 Tage in der Intensivstation. Die haben also gemerkt, wie kritisch der ganze Zustand ist. Ja, und da waren 3 Ärzte, die sich nicht ganz einig waren, wie das weiterlaufen sollte. Erst waren es nur 2. Und weil sie sich nicht einig waren, über wie das genau jetzt behandelt werden sollte, kam es dann zu einer 3. Person. Da waren 3 uneinig. Der 3. war nicht eigentlich uneinig, der kam nur, um eine Zwischenlösung zu finden. Und als der mich sah, hat er mich erkannt von irgendeinem DVD, das er mal gesehen hat von mir. Und er erzählte mir dann, dass er befreundet war von kleins an mit einem, der auch gläubig war. Aber er wusste nicht, warum
ich glaube, wie ich glaube. Und es machte keinen Sinn, vor allem die Gebote Gottes, der Sabbat und alle diese Dinge. Und dann hat er mich gefragt, aber ich bin jetzt hier bei dir, vielleicht könntest du es mir erklären. Wo du aber selber in einem Zustand bist, wo du kaum mehr den Mund öffnen kannst vor lauter Schwäche und Todesnähe und... Genau, ich liege an sämtlichen Geräten geknüpft. Ich kann... Schläuche über Schläuche und ja, überwacht und angebunden. Und genau, und die haben doch so ein, wenn die Instrumente zeigen, hier ist ein Problem, dann fangen sie an zu schreien. Und jede 3 Minuten fing das Ding an zu schreien und alle kommen gerannt, was ist jetzt los? Der holt nicht genug Luft ein und so weiter und so fort. Und in diesem Zustand habe ich ihm eine 1,5 Stunden Bibelstunde gegeben. Unglaublich. Einfach so nur, wie wir jetzt uns unterhalten, denn ich konnte mich nicht eigentlich bewegen. Und dann kam ich endlich raus aus dieser Intensivstation und dann durfte ich das nochmal erleben. Denn dann kam ich in einen normalen Saal, wo ich etliche Tage noch liegen musste. Und da kam auch einer rein und der wollte auch wissen, worum geht's denn? Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Und da habe ich auch reden können. Und dann habe ich gemerkt, also, lieber Gott, was machst du denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt in dem Tal des Todes? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne die Botschaft weiter teilen, wenn ich kann. Und jetzt 3-mal hintereinander hast du mir diese Gelegenheit gegeben, obwohl ich denke, dass ich im Tal des Todes liege. Also danach kam ich aus diesem Tal raus und jetzt sitze ich wieder hier und habe wieder ein paar Kilo zugenommen und ich darf wieder über das Evangelium reden. Das ist eine Ehre für mich. Ist uns bewusst, was das heißt? Das heißt, hier ist etwas geschehen. Das wäre jetzt nicht geschehen, was jetzt gerade geschieht, dieses Interview. Das ist erst vor kurzem geschehen. Ja. Also wir sind hier äußerst dankbar, dass unser Vater im Himmel den Eindruck hatte, den brauche ich noch. Ihm sei die Ehre. Also wenn es notwendig war, dass ich krank werde, nur damit dieser Spezialist und diese andere Person und die anderen, die vorher mit mir geredet haben, als ich erst ins Hospital reinkam, dann sage ich, okay, es war die Mühe wert. Danke für diesen ganz besonderen, intimen Einblick in diese wirklich so ernste Phase deines Lebens, wo also der Tod näher war als alles andere. Danke, ja. Ganz herzlichen Dank, bitte, dafür, sehr, dass du dich dafür so geöffnet hast. Sehr lieb von dir. Danke. Ja, und wir haben ja geredet über die Erdbeben dieser Welt. Die Frage, die ich mich frage, ist die ganze Welt vielleicht im Todestal? Und wenn das so ist, muss da nicht ein Entschluss gemacht werden? Muss man nicht eine Wahl ausüben? Warum werden die Winde gehalten? Warum dieses Zeitfenster? Warum das dann noch dieses wird? Zeitfenster? Und bei mir, ich hatte, als von dem Zeitpunkt, wo die Krankheit anfing, bis wo der größte Druck vorbei war, waren 3 Monate. Also ich hatte ein Fenster, wo ich in mir selber bestätigen musste, was glaube ich, in wem setze ich mein Vertrauen? Und bin ich bereit, bis zum letzten Atemzug das zu glauben? Oder werde ich mich trennen von dem, weil es mir eben nicht gerade sehr gut geht? Und so eine Angelegenheit kann auch recht schmerzhaft sein. Und da waren auch, das habe ich nicht erzählt, aber da war auch noch zwischendrin eine Notoperation, denn Dinge liefen nicht, wie sie laufen sollten.
alles ging schief, was schief gehen konnte. Und dann muss man sich festhalten an diesem Felsen. Und dann frage ich mich die Frage, wieso, Gott, erlaubst du so eine lange Zeit? Wieso so lange diese Fieber, wieso so lange diese Schmerzen, die nicht gelöst werden können? Wieso so lange? Was das für eine Zitterpartie ist. 3 Monate lang bist du in der Schwebe, weißt nicht, werde ich sterben, werde ich überleben? Genau. Das ist ja ein Ärger geht's ja nicht. Okay, aber so ist es in der Welt. Gott kann ja die Winde loslassen und die ganze Welt geht zunichte. Aber er möchte haben, dass die Menschen sich die Welt anschauen und zu einem Entschluss kommen. Und ob sie leben oder sterben, dass sie sich festhalten an dem Felsen. Und die Bibel nennt das eine Versiegelung. Der Siegel Gottes. Es gibt nämlich die Geschichte in der Bibel, wo der Herr zu diesem Engel mit dem Tintenfass redet. Und ein anderer geht und markiert die Stirn, mit anderen Worten das Denken, das kognitive Denken der Menschen, diejenigen, die sich entschlossen haben, um sich an den Fels zu klammern. Die sind versiegelt in ihrem Denken, dass sie nicht berührt werden können, auch wenn es einen Vulkanausbruch auf Island gibt oder übertragen auf die Welt ein Vulkanausbruch von allen Seiten, ob das jetzt die Ökonomie ist oder was auch immer. Und das ist der springende Punkt. Warum Gott die Winde hält, damit Leute noch einen Entschluss machen können. Danke. Danke, dass du uns dieses Zeitfenster auch noch eröffnet hast, was der Sinn davon ist. Ganz herzlichen Dank. Bitte sehr.